Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Asylum. Ja, es ist was Lustiges passiert, denn das, was ich hier gerade spiele, hatte ich eigentlich schon im Kasten. Und das zweimal. Diese Szene kennen wir bereits, wo wir hier den Raum leer machen. Aber ich hatte auch schon weiter aufgenommen. Dummerweise ist da aber irgendwas mit dem Video passiert und ja... Aufgrund dessen musste ich quasi an diese Stelle nochmal neu hinspielen, deswegen werde ich auch einiges an Trophäen nicht mehr haben. Und ja, was soll ich dazu sagen? Die werden jetzt natürlich nachgesammelt. Ich habe auch einige Sachen bewusst ausgelassen, weil ich nicht mehr wusste, ob ich sie schon eingesammelt habe. Und ja, also es kann durchaus sein, dass wir jetzt ein paar Sachen doppelt einsammeln. Da dürft ihr euch nicht von irritieren lassen. Aber ich denke, es ist besser so rum, als dass ich jetzt offscreen irgendwelche Trophäen einsammle, die ich dann vorher nicht eingesammelt habe. Immerhin soll man das hier ja quasi als Komplettlösung zu anziehen können. Ja, also wir kennen das ja hier. Wir werden jetzt hier diesen Raum von dem Lachgas von Joker befreien und werden dann den guten Aaron Cash und den ersten Doktor befreien. Ja, so... Genau, hier mussten wir einen Batarang dran schmeißen. Ja, natürlich höre ich das. So, das Gebiss nehmen wir natürlich noch mit. Ja, wie gesagt, die Aufnahme war schon mal im Kasten. Auch ein paar Sachen, die ich jetzt sage, habe ich da schon gesagt, aber da hat sich mittlerweile ein bisschen mehr geklärt. Zum Beispiel habe ich mit meinen Jungs hier geschnackt, mit... Benetrix und mit Rockstar und ich habe ihnen schon gesagt, Batman wird mich ja weiß Gott nicht lange an den Stuhl fesseln, es sei denn, es kackt jetzt noch öfter die Aufnahme ab, dann zieht sich das Ganze natürlich in die Länge. Sofern ich dann hiermit fertig bin, werde ich dann als nächstes Projekt, und das kann ich jetzt schon sagen, Herr der Ringe Mordors Schatten Let's Playen. Das wird für mich überwiegend blind, also ich habe natürlich die erste Stunde oder so schon gespielt. Aber halt nur die erste Stunde und der Rest wird für mich recht blind sein. Natürlich werde ich da auch probieren, einen 100% Run zu machen. Wird aber ein bisschen schwieriger, weil ich mich halt erst in dem Spiel zurechtfinden werden muss. Und ja, also das sind dann halt... Dann seht ihr mal, wie ich so ein Spiel kennenlerne. Ist vielleicht auch ganz interessant. So, hier haben wir das Rätsel von Firefly. Das Glühwürmchen-Rätsel, das hatten wir auch in dem Video, was jetzt hier vorauskommt, hatten wir das auch schon gelöst. Ist halt dieser Zeitungsausschnitt hier an der Wand. Gebisse. Zwei hatten wir gekriegt. Ich meine, hier wird irgendwo noch ein drittes rumkrauchen. Weil es ja in der Regel immer drei Stück sind. Hab ich doch gesagt. Dieses Tonband hatten wir auch schon. Das ist vom Riddler. Deswegen werden wir das auch getrost überspringen. Das hatte ich in dem Video hier vor, wie gesagt, schon. Habe ich das durchlaufen lassen. Also ihr werdet das auf jeden Fall hören. Ist ja dann nicht das Problem. Mit Aaron Cash können wir noch kurz reden. Was ist hier los? Mein Funkgerät ist ausgefallen, nachdem du Joker reingebracht hast. So, der Arzt hier vorne in der Ecke hat einen asthmatischen Anfall. Armer Kerl, ich kann das gut nachvollziehen. So, da verlassen wir hier die Tür, den Raum mal wieder. Der erste Arzt ist sicher. So, wir haben jetzt hier noch zwei weitere Ärzte, die wir befreien müssen. Das medizinische Personal braucht meine Hilfe. Ja, Batman, das weiß ich bereits. Um zu diesen Ärzten zu kommen, könnt ihr euch sehr gut an diesen farbigen Linien auf dem Boden orientieren. Die sind eigentlich dafür da, für den Fall, dass mal Besucher kommen und die sollen dann halt in den und den Bereich. Dann wird halt gesagt, folgen sie der blauen, der gelben oder der roten Linie. Naja, und auf jeden Fall, für uns ist es jetzt durchaus praktisch, weil wir so wissen, okay, da waren wir noch nicht, zu diesem Arzt müssen wir noch. Hier zum Beispiel der Weg zum zweiten Arzt. Zack, zack, hier ab durch die Tür. So, hier vorne... können wir noch nicht rein, da brauchen wir erst wieder was anderes für. So, wie wir sehen, ist hier auch ein Rätsel, aber darum kümmern wir uns gleich. Zuerst... Sagen Sie nichts, Sie sind jetzt in Sicherheit. Aber das ist eine Falle.
Ich weiß, aber nicht für mich. Es stimmt! Du bist wirklich der größte Detektiv der Welt. Wie hast du das gemacht, Bats? Oh, was zum Teufel? Geht da runter, Jungs, und seht mal... So, wir werden erstmal wieder ein paar Nasen und Arme und Beine brechen und werden halt ganz Batman sein und schwere Körperverletzungen verteilen und Beinbrüche und solches Gedöns. Ich kann da meistens gar nicht hingucken, das tut mir zu, wir sehen schon weh. Was die armen Kerle hier abkriegen von unserem Kollegen Batman. Bäm! Nix da, nix wegrennen hier. Alle hier geblieben. Oh, da kommt Nachschub. Knack, knack, weg ist er. Bäm! Nochmal Bäm! Zack, du kriegst erstmal einen auf die Nuss. Und du noch einen Salto. Sehr schön. Ich bin sehr zufrieden. Erste ordentliche Kampfleistung. Sicherheit. Stell dir das als eine Probe vor, der die Premiere folgt. Du wirst schon sehen. Sehr nett auf jeden Fall, gerade der Kombo. Schön in einem Weg durch, ein bisschen Variation drin, so soll das sein. Es tut mir leid. Ich hab's versucht, dir zu sagen. Ich konnte nicht sprechen. Ganz ruhig, sie sind in Sicherheit. Ich werde mit diesen Schmalspur-Gaunern fertig. So. Ich mach nochmal das Rätsel dran. Das soll uns der gute Riddler ruhig vorlesen. Hier ist es. Gerüchte besagen, dass Tommy Elliot in Arkham arbeitet. Kann das stimmen? So, das ist das Rätsel. Tommy Elliot, auch bekannt als Hush, auch einer der Superschurken. So, ob der hier arbeitet, das ist korrekt, denn wir sehen hier, das ist so ein Einsatzplan, Verzeihung. Und hier sieht man halt, hier Killer Croc wird transferiert am Montag um 0 Uhr und Dr. T. Elliot hat hier eine Doppelschicht und das Einzige, was man scannen muss, ist halt diese Tafel. Dadurch ist das Rätsel gelöst. Wie gesagt, das hier vorne kriegen wir später. Hier kriegen wir die Charakterbiografie zu Hush. Wie ich schon sagte, Tommy Elliot ist ja auch als Hush bekannt. Hat quasi fast dieselbe Origin-Story wie Batman, nur dass seine Eltern von einem korrupten Cop erschossen wurden und er deshalb eine fanatische Abneigung gegenüber Polizisten hat. Deswegen der Gute ja dann auch zu einem Verbrecher wurde. So, hier sind wieder Gratis-Erfahrungen in Form von Szenen. Sehr schön. So, der Weg jetzt wird ein bisschen weiter. Jetzt können wir nämlich ganz, ganz weit zurücklaufen. Fast an den Anfang, wo sich die drei Farben treffen. Nämlich hier und können hier weitergehen zu Gelb. Die Ärztin, die jetzt kommt, lasse ich mir persönlich immer bis zum Schluss, weil das Dr. Young ist. So, hier sehen wir mit der Detektivsicht schon, dass da hinten ein paar Buben auf uns warten. Ist auch immer noch so einer der Kritikpunkte für mich am Spiel, wobei es dieser Kritikpunkt mir relativ egal ist, aber die Detektivsicht ist doch ein wenig zu stark geraten. Muss man ja einfach mal sagen. Aber wie gesagt, das schmälert ja in keinster Weise die Leistung, die das Spiel bringt und den Spaß, den es bringen kann. Ihr bekommt ja einen ganz guten Eindruck von der Detektivsicht hier und ja, ob es euch dann egal ist oder nicht, das müsst ihr halt dann selbst entscheiden. Also für mich gehört dieses Spiel auf jeden Fall in jede Spielesammlung, einfach halt wegen der Atmosphäre, wegen dem Spielgefühl, wegen der flüssigen Steuerung, halt allem drum und dran. Das perfekte Spiel wird es ja sowieso nicht geben. So, zur Situation hier, wir haben jetzt hier Geiselnehmer von zwei Seiten. Wir könnten jetzt hier durch diese Wand sprengen, da reinmarschieren, dann würden die zwei Buben da hinten aber die Dr. Young erschießen. Andersrum genauso. Rätselslösung ist ganz einfach. Wir müssen hier und auf der anderen Wand Explosivgel auftragen, was wir jetzt mal eben schnell fix machen werden. Tüm-di-dim-di-dim. Einmal drum rumlaufen. Man kann alternativ auch oben drüber sich hangeln. So, da das Explosivgel gleichzeitig gezündet wird, sorgt das dafür, dass beide Wände zur selben Zeit explodieren, alle fünf außer Gefecht sind. Wobei ich mich natürlich frage, warum bei so einer Aktion dann halt niemand stirbt. So, hier oben ist noch eine Riddler-Trophäe, die wir uns natürlich mitnehmen.
Hier vorne haben wir auch wieder was für später. Das können wir uns halt noch nicht holen. Da brauchen wir erst wieder neue Gadgets für. Jetzt sprengen wir da unten und machen erstmal einen fünffachen Down. Und nochmal mit epischer Explosion. Dass die gute Dr. Young jetzt nicht von Steinen erschlagen wurde, ist das nächste, was mich ziemlich wundert. So, jetzt haben wir ein Upgrade für das Explosivgel bekommen durch diese Situation. Wir können uns das mal eben angucken. Das Upgrade. Warum ist denn da? Multifrequenzzünder, das ermöglicht uns die einzelnen Ladungen, die wir anbringen, wir können ja bis zu 3 Ladungen anbringen, dass wir die separat zünden, also nicht gleichzeitig zünden. Das wird in einigen Jägerherausforderungen sehr praktisch. Was ist los? Sie unterhielten sich, als ob sie alles unter Kontrolle hätten. Stimmt es, dass Joker ausgebrochen ist? Leider ja. Aber nicht lange. Ich habe monatelang an Jokers Fall gearbeitet, bevor er ausbrach. Der Anstaltsleiter sagte damals, dass er Jokers Heilung wolle. Schlechte Nachrichten werden seine Bürgermeisterkampagne beeinflussen. Das ist das Kleinste seiner... Gott, ich habe fast vergessen, dass Sie sagten, dass Sie durch die Einrichtung zogen, um die anderen Ärzte zu jagen. Kein Problem, Doktor. Das gesamte Personal wurde gerettet. Sie sind sicherer, wenn Sie hier bleiben. Übrigens, wie vielen Leuten vielleicht aufgefallen wird, ist die deutsche Synchronstimme von... Ja, ja, wissen wir doch, Batman, dass wir da jetzt, ne? Wie einige vielleicht raushören, ist die deutsche Synchronstimme, die Christian Bale in den Dark Knight-Filmen hat. So, in diesem Geschenk, das können wir auch wieder per Detektivsicht sehen, erwarten uns nicht nur Zähne, sondern ein neuer Gegnertypus. Diese Leute mit Messern müssen wir immer erst betäuben, bevor wir sie verprügeln können. Ansonsten wehren die unsere Angriffe nämlich einfach ab. Jetzt einzeln natürlich völlig ungefährlich für uns. In der Gruppe können die aber unter Umständen recht nervig werden. Ja, wie gesagt, die englische Synchro, das hatte ich ja glaube ich auch schon erwähnt, da sind es überwiegend Sprecher aus der Batman Zeichentrickserie von früher, die so in den 90ern, 1997, 95 irgendwas in dem Dreh lief, hier in Deutschland. Da wurde im Englischen Batman gesprochen von Kevin Conroy, der hier Batman auch wieder seine Stimme leiht. Mark Hamill, besser bekannt als Luke Skywalker aus Star Wars, leitet den Joker seine Stimme und für mich immer noch eine der geilsten Joker-Stimmen. Obwohl ich sagen muss, dass Heath Ledger in Dark Knight halt keine schlechte Figur macht. So. Hast du sie gefunden? Geht's ihm gut? Ja, sie sind in Sicherheit. Batman, wir haben noch ein Problem. Ich muss zur Villa. Meine ganzen Forschungsnotizen sind da. Wir können nicht riskieren, dass die Joker in die Hände fallen. Es ist nicht sicher, Doktor. Die Insel ist Kriegsgebiet. Sie hätten keine Chance. Das ist mein Lebenswerk. Du hast wirklich nicht die Berechtigung... Ich bring sie dahin, Batman. Wenn du mich fragst, ist es an der Zeit, mich zu revanchieren. Das gefällt mir nicht, aber wer hat den Fahrstuhl gerufen? Wir waren das nicht. Er kommt aus dem unteren Stockwerk. Hash, nehmen Sie Dr. Young mit. Holen Sie Ihre Aufzeichnungen und dann finden Sie einen sicheren Aufenthaltsort. Alle anderen gehen in den Beobachtungsraum und verbarrikadieren sich. Der Doktor ist irgendwo hier drin. Schwärmt auf! So, wie wir sehen, ich hatte das ja angedeutet in... wo wir das letzte Mal in diesem Raum waren, dass halt wir in diesem Raum nochmal jagen müssen. Und aus dem Grund habe ich ja einige Sachen nicht genutzt. Ob ich sie jetzt nutzen kann, bleibt abzuwarten. Söderle. Gleich wieder rausziehen. Wo sind unsere Jungs? Ah, okay, ich hatte jetzt gerade für eine Sekunde kein Bild. Scheint aber nicht im Video zu sein, warum auch immer. Egal. Ach, der ist unten drunter, okay. So, schnappen wir uns doch mal. Na, ich wollte jetzt gerade sagen, wer da dreht sich um. Schnappen wir uns doch erstmal den Buben hier. So, dann ziehen wir uns hier wieder raus. Wie gesagt, ich mache das gerne auf diesem Weg, halt einfach, um safe zu sein. Ist natürlich immer recht toll, wenn die Gegner so aufgescheucht werden, weil man gar nicht gesehen wurde.
Der hat jetzt bis jetzt noch nicht mal mitgekriegt, dass er jetzt komplett alleine ist in diesem Raum. Aber jetzt gleich wird er wahrscheinlich den ersten Ausgeschalteten finden. Oder auch nicht. Da grusel ich mich immer. Tatsächlich, er kommt, sieht ihn nicht da hinten rumliegen. So, Raum geleert, ohne gesehen zu werden. So soll das laufen. Konnte leider nicht mein Lieblingsausschalten machen, das an dem Wasserspeier. Wie gesagt, ist einer meiner Lieblingsausschaltmanöver. Gleich nach dem Lautlosen. So, hier haben wir wieder zwei Gebisse mit ein wenig extra Erfahrung. Sehr nice. Eben mal gucken, ob ich hier die Ecke schon geklärt hatte. Nein, hatte ich nicht. Hier war nämlich noch ein Tonband. Aufgezeichnetes Gespräch Nummer 39. Der Patientenname ist Edward Nigma. Ich muss noch entscheiden, ob Mr. Nigma ein geeigneter Kandidat für den Titanprozess ist. Ich würde gerne über deine Kindheit reden. Ganz schlecht. Nach dem, was man hört, hat damals deine Rätselbegeisterung begonnen. Ich glaube, wenn wir über diese Jahre sprechen, könnte das dein triebhaftes Verhalten erklären. Sehr schön. Mein Vater hat mich gehasst. Er hat mich immer einen Schwachkopf genannt. Verstehe. Ich wollte ihm das Gegenteil beweisen, also habe ich an einem Schulwettbewerb teilgenommen. Es gab einen 20-Dollar-Preis für den Schüler, der ein fast unmögliches logisches Problem lösen konnte. Ich habe natürlich gewonnen. Hat das deinem Vater gefallen? Kaum. Er war überzeugt davon, dass ich betrogen hatte. Er schrie immer, du musst geschummelt haben. Gib's zu, du Schwachkopf. Ich habe geschworen, dass ich es nicht getan hatte. Und er schlug mich fürs Leben. Das tut mir leid, Edward. Muss ich nicht leid tun. Er hatte recht. So, dieses Gespräch habe ich mal durchlaufen lassen, weil ich mir eben nicht mehr sicher bin, ob wir das schon eingesammelt hatten. Wenn ja, habt ihr es halt doppelt gehört. Besser so rum als anders, nicht? So, mal eben gucken. Ich meine nämlich, eigentlich wäre hier unten irgendwo auch noch ein Gebiss gewesen. Ich halte es zumindest für möglich. Und da die ja mit zu den Herausforderungen gehören, ja, muss ich sie ja sowieso mitmachen. Hier unten war nichts. Okay. Ja, durch diese Gitter kann man übrigens auch Gegner ausschalten. Ist auch sehr lustig. Macht man hier und da auch mal. Wird sogar, glaube ich, verlangt in einer der Herausforderungen. Und jetzt geht's erstmal weiter nach unten mit dem Aufzug. Zu leicht. Denk mal drüber nach. Ich habe mich in einer kleinen Metallkiste eingesperrt, die ungünstigerweise über einem tödlichen Abgrund hängt. Was sagst du? Soll ich die Notbremsen lösen und dich wie einen Sack Welpen fallen lassen? Sag gute Nacht, Bats. Bumm. Kleiner Scherz. Ich habe noch ein paar Überraschungen für dich auf Lager. Bereite dich darauf vor, dich deinen Ängsten zu stellen. Allen. So. Das ist jetzt der Auftakt zu einer meiner Lieblingslevels. Ja, der gute Joker, schwer gestört wie immer. Ja, wir haben gerade den guten Dr. Jonathan Crane
gesehen, den guten Scarecrow. Ist übrigens gerade sehr passend. Ich hatte mir die letzten Tage eine der letzten Episoden von Gotham angeguckt und da hatte der auch einen kleinen Auftritt. Ich finde die Serie übrigens sehr geil, auch wenn Batman selbst quasi gar nicht in Erscheinung tritt. Ist trotzdem sehr nett anzusehen. Kann ich jedem Batman-Begeisterten oder DC-Begeisterten nur ans Herz legen. So, wir gehen jetzt hier durch. Hatten eben oben auch schon wieder eine Wand gesehen, die wir mit Explosivgel nicht aufbekommen, weil wir dafür halt ein anderes Gadget brauchen. Hier ist ein Rollstuhl. Mich wundert es eigentlich, dass das nichts ist zum Scannen. Ich hätte schon fast vermutet, dass das Ding hier irgendwann mal eine Anspielung an Oracle wird. Die gute Barbara Gordon, vorher bekannt als Batgirl, sitzt jetzt hier im Rollstuhl, weil sie ja von Joker angeschossen wurde und jetzt ab der Hüfte abwärts gelähmt ist. Da haben wir den guten Commissioner Gordon, der uns um Hilfe anfleht. So, jetzt kommt hier diese endgeile Mucke, die unglaublich atmosphärisch ist. Was ich persönlich ja richtig geil finde. So, wir gehen hier durch den Lüftungsschacht, lassen mal wieder rohe Gewalt walten. Und ab geht's durch die Lüftungsschächte. Batmans Best Friend nach Wasserspeier. So, machen hier das Ding auf. Ich wundert, dass er das Ding nicht einfach raustritt. So, schauen uns noch mal eben hier um. Hier ist nichts. Da ist ein Gitter. Bedeutet, uns bleibt nur ein Weg. Nämlich dieser. Und hier haben wir Commissioner Gordon liegen. Es tut mir leid, Jim. Er ist tot, Jim. So. Barbara. Es tut mir leid. Ich kam zu spät. Tut mir leid. Die Nummer, die Sie gewählt haben, ist nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piep. Barbara, bist du da? Bitte legen Sie auf. Sehr nett. Ja. Hier diese Tür können wir nicht durch. Tür verschlossen. Okay, bleibt immer noch nur ein Weg. Wir gehen hier durch. Und jetzt wird uns schon mal so ein bisschen das Angstgefühl transportiert. Nämlich hier durch die ganzen Krabbelviecher. Ich bin ja so ein Mensch, ich sehe sowas, da krabbelt es mich direkt überall. Jetzt gehen wir hier mal durch die Tür. Und landen hier in der Leichenhalle. Du solltest nicht hier sein. So, das ist der Hinweis, den wir brauchen, um zu wissen, was los ist. Nämlich, wir sollen die Leichenhalle verlassen. Alles klar, Chef, machen wir. Und landen in noch einer Leichenhalle. Ja, es liegt natürlich daran, Scarecrow macht natürlich schöne Gedankenspielchen mit Furcht und so ein Gedöns. Und dadurch ergeben sich dann solche wunderbaren Szenen hier. So, wir gehen jetzt an diese drei Leichensäcke. Die Reihenfolge ist völlig egal. Ihr findet grundsätzlich erst, oder auch nicht. Wir finden jetzt hier den Thomas Wayne. Du hättest ihm die Stirn bieten müssen. Wie ein Mann. So. Machen hier auf. Mom? Hilf uns, Bruce. Lass uns nicht sterben. So, und im dritten... haben wir Scarecrow. So. Jetzt sind wir endgültig in einem Level der Angst gefangen. In einem der sogenannten Scarecrow-Levels. Wie man hier sieht, hat sich alles ein bisschen verändert. Ne? Nur so leicht. Man sieht kaum Unterschiede. Natürlich doch. So. Wir müssen erstmal hier rüber. Jumpen hier rüber. Und dann dürfte eine Sequenz anfangen. Ja. Jetzt bist du in meiner Welt!
Söderle. Dieser Blick sagt uns natürlich direkt, was wir zu machen haben, nämlich den Blicken von Scarecrow ausweichen. Übrigens auch ein nettes Detail. Achtet mal darauf, wenn es blitzt, und achtet mal auf das Charaktermodell von Batman. So, hier müssen wir uns ducken. Vielleicht kommen jetzt auch bald die ersten Blitze. So, wie ihr gesehen habt, nimmt Batmans Charaktermodell für kurze Zeit die Form von Scarecrows an. Soll halt auch wieder halt dieses Spiel mit dem mit den Gedanken aufzeigen. Was Scarecrows Plan ja eigentlich immer ist, seine Gegner wahnsinnig vor Angst zu machen. So, jetzt kommen wir zu einer Stelle, die ein wenig tricky sein kann. So, wir warten, bis er dann vorbei ist. Sprühen hier mal eben ganz fix Gel drauf. Verstecken uns wieder ganz schnell hier. So, wenn wir das jetzt sprengen, wie ihr seht, wird Scarecrow natürlich darauf aufmerksam und untersucht jetzt diese Ecke vehement. Wir müssen jetzt quasi warten, bis er wieder nach da hinten links guckt, und dann dürfen wir weiter, weil der bleibt jetzt erstmal eine Weile hier, quasi bis man an dieser Stelle vorbei ist. Zack, zack. Und bam. So, jetzt dreht er sich weiter. Hier warten wir jetzt einmal kurz aus Sicherheitsgründen. Ja, Ziel dieser Scarecrow-Levels ist es immer, dieses Bat-Signal, was wir hier sehen, diesen Bat-Scheinwerfer, auf Scarecrow auszurichten. So wie wir es jetzt tun. Und damit wäre das erste Scarecrow-Level geschafft. Normalerweise würden wir jetzt auch einen Erfolg dafür bekommen. Wir bekommen die Biografie von Scarecrow freigeschaltet. Und natürlich ein Level-Up. Sehr schön. Kannst du mich hören? Ruth, was ist los? Orville, mir geht's gut. Was ist passiert? Ich habe den Kontakt verloren. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Hast du meinen Dad gefunden? Ja, mir geht's gut. Ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit Scarecrow. Das hat mich aufgehalten. Bin gleich wieder da. So, wir verteilen erstmal unser Upgrade. Wie gesagt, es könnte sein, dass ich jetzt Sachen nicht habe aufgrund dieses gezwungenen Neustartes, den ich da jetzt halt hatte. So, der Combo Boost, den werden wir auch holen. Aus dem Grund, weil wir dann schneller diese Spezialmanöver wie Ausschalten und Werfen machen können. Als nächstes wird der kritische Combo gekauft. Vielleicht hatte ich den auch schon gekauft. Naja, auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Hier gibt es übrigens ein kleines Rätsel. Es geht um den großen weißen Hai. Das Rätsel machen wir mal eben dran. Ich habe sowas ja immer gern dran, damit ihr seht, was gemeint ist. Welcher lautlose Killer der Meere kann in einem winzigen Glas gefunden werden? So, es geht hier um einen Charakter namens der große weiße Hai. Ich persönlich kannte den nicht. Ich bin da nur durch die Riddler-Karte draufgekommen. Man muss dieses Glas hier scannen. Und das sind irgendwie... Das sind irgendwie Hautfetzen und die Nase eines Typen, und der sieht jetzt halt ziemlich bleich aus und hat die ganzen Zähne spitz gefallen, sieht jetzt halt aus wie ein menschlicher großer weißer Hai in dem Sinne. Deswegen nennt er sich so. Die Charakterbiografie haben wir hier freigeschaltet bekommen. Riddler kann nicht glauben, dass wir das Rätsel gelöst haben. Naja, glaubt er ja nie. Für ihn sind wir den ganzen Tag nur am Bescheißen. So, so, und wir haben auch schon einiges freigeschaltet. So, wir gehen hier wieder durch die Tür raus. Folgen den Pfeilen, die wir vorher nicht gesehen haben, durch Scarecrows Angstgas. Tü-dü-dü-dü-dü. Ab geht's. Es war nicht Gordon. Cranes Gas muss mich mehr angegriffen haben, als ich dachte. Fühlst du dich verloren, kleine Fledermaus? Hast du Probleme? Herauszufinden, was real und was nur ein Hirngespinst deines kleinen, verfrorenen Hirns ist. Genau wie bei mir. Finde dich damit ab, Benz. Es wird leichter, wenn man sich darauf einlässt. Wirklich. So, hier haben wir wieder ein paar Buben, die von uns was auf die Backen bekommen. So, den nehmen wir hier mal direkt raus. Genauso wie dich. Und hier brechen wir einen Arm. Und bam! Hat relativ gut funktioniert, finde ich. Schön. Noch ein letztes Rätsel, du kannst los.
Ja, Joker freut sich hier einen Apfel, dass wir hier dem Weg weiter folgen. Jawohl, Gebisse in Hülle und Fülle. So, hier gehen wir mal eben lang, um zu gucken, ob hier was ist. Besser einmal mehr gucken als einmal zu wenig. Wie gesagt, ich will ja die Rätsel insoweit lösen, dass wenn wir zum letzten Endkampf aufbrechen, wir auch schon alles haben. Man muss dazu sagen, wenn man die Trophäen jetzt so sammelt wie ich und die ganzen Rätsel und das ganze Gedöns, ist es in dem Spiel kein Problem, weit vor dem letzten Endkampf auf maximal zu kommen. Also quasi, dass man sich keine Upgrades mehr kaufen kann. So, Dalle, 20 Joker-Zähne haben wir zerstört. Sehr schön. Damit haben wir hier in diesem Gebäudekomplex keine Joker-Zähne mehr, die wir suchen müssen. So. Ja, ich bin dafür, dass wir hier einen kleinen Cliffhanger einbauen. Haha, ihr werdet euch nicht freuen, ich mich aber schon. Wir werden hier bei dieser Tür jetzt einfach den Part beenden. Und ja, wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Batman Arkham Asylum. In diesem Sinne, see you guys!